Steirische Jugendliche liegen laut einer Studie im Bereich der Gesundheitskompetenz im Bundesländervergleich weit hinten. Genauso gestaltet sich die Statistik im Europavergleich. Zeit, um dagegen anzugehen und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren fit für ihre eigene Gesundheit zu machen. Ja, mit Gesund und Du haben wir alle Jugendeinrichtungen in der Steiermark eingeladen, sich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und gemeinsam mit Jugendlichen Ideen zu entwickeln, wie man die eigene Gesundheit fördern kann. Und diese Ideen, für die Umsetzung dieser Ideen, haben wir dann Mikroförderungen bereitgestellt, 300 Euro pro Aktivität, um diese Ideen dann auch wirklich in Umsetzung zu bringen. 1.800 Jugendliche aus den Bezirken Leoben und Bruckmünz-Zuschlag haben sich seit Anfang des Jahres mit Projekten rund um Ernährung, psychische Gesundheit und Bewegung beschäftigt. Bei der Jugendgesundheitskonferenz in Trofeiach haben 700 Schüler aus der Region dann die Ergebnisse hautnah miterleben können. Also wir haben vor der HNW, in der HNW Leoben, so Brain Cookies gemacht und ja, wir stellen das halt so vor und haben eben so eine Millionenschau dafür gemacht und ja. Und was sind jetzt Brain Food Cookies? Das ist halt wie Müsli, nur in Cookie-Form. Ja. Und wie findest du, dass es so ein Projekt gibt wie jetzt heute die Konferenz? Ich finde das voll gut, weil es ist eine Abwechslung zum Schulalltag. Es freut mich sehr, dass wir heute Gastgeber sein dürfen, also die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und ein bisschen einen Rahmen zu bieten. Und ich bin sehr dankbar, dass das Regionalmanagement gemeinsam mit Logo das bei uns organisiert und heute mehr als 30 Organisationen ihren Dienst an Jugendliche bei uns vorstellen. Und es ist unglaublich vielfältig und es wird extrem toll angenommen. Bereits zum zweiten Mal hat das Projekt von Gesund und Du stattgefunden und so Jugendliche mit eingebunden und ihnen das Thema Gesundheit näher gebracht.